Hat er gerade Lippenstift? Ja. Ja. Hat die Mama dir einen Kuss gegeben mit Lippenstift? Ja. 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 Nochmal. Video aus Mallorca. Wir haben heute einen Ausflug gemacht nach Soler, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ist ein ganz kleines, süßes Bergdorf und es ist mega schön hier. Wir haben jetzt gerade schon auf der Fahrt hierhin ein bisschen was vom Dorf gesehen. Und ich nehme euch jetzt einfach mal so ein bisschen hier mit durch unseren Tag in Soler. Leila ist gerade auf der Fahrt hierhin im Auto eingeschlafen und wir versuchen sie jetzt schlafend in den Buggy reinzubekommen. So, wir werden jetzt als erstes mal was zu essen suchen, weil wir haben richtig Hunger und Naili ist jetzt gerade doch aufgewacht. Also wir haben sie zwar schlafend in den Buggy bekommen, aber irgendwie ist sie dann nach ein paar Minuten aufgewacht. Und deswegen ist jetzt für uns alle erstmal Mittagsessenszeit. Schaut mal, wie schön das hier aussieht. Die große Kirche. Und hier ist ein ganz großer Platz mit ganz vielen Restaurants und Cafés und so. Und da werden wir auf jeden Fall was Leckeres zu essen finden, denke ich. Und hier durch das Dorf fährt so eine alte Bahn. Vielleicht fahren wir damit auch gleich nochmal irgendwie so ein paar Stationen. Sieht richtig cool aus. Mama auch. Mama auch Hunger. Ja, Mama hat auch Hunger. Du auch? Ja? Ja, dann geben wir jetzt sofort was essen, ne Maus? Erstmal reingehauen. Pizza Mallorquina und Spaghetti con Gambas. So, wir sind jetzt gestärkt, beziehungsweise besser gesagt richtig vollgefressen. Also ich bin irgendwie voll, ja, hab ein bisschen zu viel gegessen, glaube ich. Ich fühle mich jetzt irgendwie so voll schläfrig. Aber wir gehen jetzt trotzdem noch mal hier ein bisschen spazieren und gucken uns die ganzen vielen kleinen süßen Gassen an. Und ich nehme euch mit. Ja, der Boden ist hier nicht für so ein klapprigen Reisebuggy gemacht, ne? Aber es ist richtig schön hier. Schaut mal, wie süß diese kleine Gasse hier aussieht. Und davon gibt es einfach tausende von diesen kleinen, süßen Gässchen. Mit dem Flugzeug bist du geflogen? Ja. Und jetzt bist du im Urlaub? Ja. Und wo bist du im Urlaub? Mallorca. Genau. Und während wir hier so ein bisschen durch die Gässchen laufen, filme ich einfach mal so ein paar Impressionen für euch mit. What we do here is go Lippenstift? Ja. Ja. Hat die Mama dir einen Kuss gegeben mit Lippenstift? Ja. 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 Noch ein Kuss mit Lippenstift? Ja? Und jetzt kann Naila Mama einen Kuss geben. Bleibst du denn? Maus, guck mal, wie groß die Paprika ist. Die ist so groß wie dein Kopf. Guck mal, größer als dein Kopf. Riesenpaprika, ne? Ist sie groß?
richtig groß. Paprika. Mhm. Noch eine. Aussprechen an diese kleine Maus. Die ist so toll gelaufen, so toll mitgemacht heute. Normalerweise ist Nyla ja immer so eine, die gerne getragen werden möchte, so ein bisschen faul oder die wegrennt. Aber heute ist sie so mega gut an der Hand die ganze Zeit gelaufen. Nyla, du machst das ganz, ganz toll. Ganz, ganz super machst du das. Und wir sind echt jetzt ein ganzes Stück gelaufen. Also wir sind jetzt bestimmt, wie lange waren wir jetzt unterwegs? 1,5 Stunden? Wir sind jetzt bestimmt hier 1,5 Stunden durch die Gassen gelaufen und Nyla hat richtig, richtig gut mitgemacht. Voll toll. So, wir sind jetzt gerade noch mal ins Auto eingestiegen und fahren jetzt nach Porto Soler, keine Ahnung wie es heißt. Das ist hier von quasi die Hafenstadt, noch mal ans Wasser. Ist nur 15 Minuten von hier entfernt und da wollen wir dann auch noch mal ein bisschen spazieren gehen und ein Eis essen. Und Leute, Soler oder wie auch immer, ne? Ihr wisst, ich weiß nicht, wie man den Namen von diesem Dorf hier ausspricht. Ist auf jeden Fall richtig, richtig schön. Wenn ihr in Mallorca seid, kommt auf jeden Fall hier hin und geht ein bisschen in den Gassen spazieren. Es ist wirklich wunderschön und außenrum dann das ganze Bergpanorama ist echt traumhaft. Also war ein richtig cooler Ausflug. Und dadurch, dass das ja alles so kleine Gassen sind, ist auch immer irgendwo Schatten. Und das ist natürlich auch mega angenehm, weil es hier so heiß ist. So, wir sind schon da, ging richtig schnell und wir haben jetzt eben hier im Parkhaus geparkt und laufen jetzt zum Wasser. Ja, wir laufen zum Wasser, ne? Mhm. Wasser. So, wir sind jetzt da und Leute, es sieht einfach richtig, richtig schön aus. Voll traumhaft. Am Strand und ich habe mir gerade ein Eis geholt und Leute, es ist einfach viel zu heiß. Schaut mal, wie das einfach schmilzt direkt. Und Nyla darf heute ausnahmsweise auch mal Eis mit essen. Im Urlaub ist das eine Ausnahme. Freut sich auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, ihr zweites Eis in ihrem Leben. Das erste Eis hat sie vor einem Jahr gegessen. Und jetzt noch mal ein Eis. Wir machen ja immer noch zuckerfrei, aber jetzt gibt es einfach mal eine Ausnahme, weil ich auch so Bock auf Eis hatte. Und ja, dann fand ich, sollte Nyla auch mal ruhig mitessen dürfen. Ne, Mausi? Schmeckt dir das lecker? Ja, ne? Du willst das gar nicht mehr loslassen, das Eis. Du kannst das ruhig aufessen, Maus. Hm? Satt bist du? Okay. Dankeschön. Und wie ist das Wasser? Hey, ich melde mich mal wieder zurück. Ich war jetzt gerade mit Nyla im Wasser. War richtig cool. Die kleine Planschmaus hat richtig Spaß gehabt. Und jetzt ist Seid nochmal mit ihr ins Wasser gegangen. Strand ist auf jeden Fall sehr schön. Es ist ein bisschen voll hier, aber ich glaube, das ist jetzt gerade zurzeit fast überall auf Mallorca. Ist ja auch High Season. Aber wir werden die Tage nochmal nach einsamen Buchten suchen, wo wir dann sozusagen die einzigsten oder fast die einzigsten sind. Ich bin mal gespannt, ob wir das schaffen. Ja, auf jeden Fall werden wir dann gleich wieder langsam zurückfahren zu unserer Finca und dann da den Abend ausklingen lassen, denke ich. Aber jetzt sind die beiden nochmal eine Runde planschen gegangen. Und ja, ich melde mich dann am besten später nochmal bei euch. Bis dann. Hallo. So, wir sind jetzt wieder umgezogen und für uns geht es jetzt wieder ab ins Auto und dann fahren wir zurück zur Finca und auf dem Weg nach Hause werden wir nochmal einkaufen gehen. Aber ich glaube, jetzt kommt eigentlich nichts mehr Spannendes für euch, deswegen würde ich das Video an der Stelle beenden. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben von euch freuen. Ein Daumen nach oben. Und natürlich darüber, wenn ihr den Kanal abonniert. Ja, und dann würde ich sagen... Was? Ein Video, ne? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach bei Instagram oder im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
Danke.